Wieso haben Spiele keine Cheatcodes mehr? Simple Frage, einfache Antwort. Ich sag euch warum. Warum sollten Spieleentwickler Sachen in ihr Spiel mit reinbringen, für das sie heute Geld verlangen können? Das, was früher Cheatcodes waren, wird heute als DLC verkauft. Oder nicht? Besondere Skins, besondere optische Änderungen, die kannst du kaufen. Klar, modden ist auch nochmal so eine Geschichte, aber wenn es nicht gemoddet wird, kannst du es dir halt kaufen. Das wäre jetzt so meine kurze, knackige Antwort. Steckt bestimmt mehr dahinter. Wir gucken. Let's go. Seinen Ehepartner zu betrügen ist wirklich schrecklich. Was ist denn das jetzt für ein wilder Übergang gewesen? Ich dachte, wir gucken so auf locker flockig so ein Gaming-Video. Da kommt direkt so ernst um die Ecke. Was ist das? Bro, Alter, was für... Hä? Seinen Ehepartner zu betrügen ist wirklich schrecklich, aber in Videospielen ist Cheaten eine super spaßige Sache. Es ist eh weniger ein Ding, mit dem man wirklich betrügen will. Es geht eher um die lustigen Sachen, die dummen Funktionen, die man mit den Cheatcodes freischalten kann. In Games von heute scheinen diese Tastenkombinationen allerdings mehr oder weniger ausgestorben zu sein. Ja, gibt's wirklich überhaupt nicht mehr, oder? Ich überlege gerade, ob mir irgendein Game einfällt in den letzten paar Jahren so, in denen es Cheatcodes gab. Also vielleicht ist er einfach an mir vorbeigerutscht, weil es mich nicht gejuckt hat oder weil ich gar nicht mehr dran gedacht habe. Aber ich wüsste keins jetzt. Ja, gibt's bei Doom Eternal Cheats? Wusste ich nicht, Alter. Ist echt so, im Resident Evil 4 Remake kriegt man Cheatcode-Items nicht mehr durch die jeweiligen Cheatcodes, sondern für Geld. Ja, ist ja auch oft so. Also viele Sachen, guck mal, heute, der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, ne, weil bei Cheats gab es jetzt nie besonders aufwendige Skins zum Beispiel, ne? Klar, du konntest dich zum Beispiel, was weiß ich, in irgendeinem Game riesengroß cheaten oder die Farbe deiner Haut ändern oder solche Geschichten, ne? Oder halt völlig komisch aussehen oder irgendwie ein lustiges Outfit anhaben. Aber irgendwo haut's schon hin. Heute werden halt optische Änderungen verkauft. Könnte man ja auch locker als Cheatcode implementieren, aber lohnt sich natürlich nicht. Hätte es damals die Möglichkeit gegeben, in GTA Fliegen zu verkaufen, dann hätte man das wahrscheinlich auch gemacht. Weshalb wir uns heute die Geschichte von Cheats in Videospielen nochmal angucken und die Gründe für deren Ableben. Let's go. Ey, woher ist die Mucke? Woher ist nochmal die Mucke? Cheatcodes existieren im Grunde schon so lange wie Videospiele selbst. Ey, das muss ich aber noch zocken, Bruder. Tony Hawk, Alter, da kam doch ein Remake raus, ne? Ich habe gehört, das soll auch recht nah am Original sein. Eigentlich müsste ich das spielen, weil das war ein Game meiner Kindheit. Müsste ich mir endlich mal besorgen. Damals aber eher aus Testzwecken statt zur Belustigung der Spieler. In dem Spiel Manic Miner aus dem Jahre 1983 kann man beispielsweise den Cheat-Modus mit der Zahlenfolge 6031769 öffnen. Das ist angelehnt an die Führerscheinnummer des Entwicklers. Digga, einfach Datenschutz überhaupt nicht ernst genommen, Bruder. So, bald kommt Kreditkartennummer, Alter. Damals haben Technik-Nerds solche Cheats in den Codes der Spiele gefunden. An die Öffentlichkeit sollten diese niemals kommen. Es war einfach nur da, damit die Entwickler alle Sachen... Ich habe aber auch schon öfter gehört, dass allgemein Entwickler anfangen, oder was ist anfangen mittlerweile, schon früher, also dass es schon lange gang und gäbe ist, dass Entwickler irgendwelche versteckten Messages und so ins Spiel programmieren oder die irgendwie im Programmcode stehen. Irgendwelche Troll-Sätze oder lustigen Witze oder was weiß ich. Ach, Undertale, das kann sogar sein. Aber ich habe ewig kein Undertale mehr gespielt. Ne? Das war nur damals mit euch im Stream, ist ja schon viele Jahre her. Aber ich kenne die Melodie auf jeden Fall auch noch von woanders. Gefunden. An die Öffentlichkeit sollten diese niemals kommen. Es war einfach nur da, damit die Entwickler alle Sachen leichter testen können. Mit der Zeit wurden diese geleakten Cheatcodes aber immer beliebter, vor allem durch Internetforen und Zeitschriften, bis sich die Entwickler dachten, ab dem Punkt können wir auch einfach absichtlich welche einbauen. Irgendeine Tastenkombi auf dem Controller und auf einmal skippt man die Hälfte des Spiels. Oben, oben, unten, unten, links, rechts, links, rechts. Ja, Mann, ist wohl der bekannteste Cheatcode aller Zeiten, auch genannt der Konami-Code. Der Konami-Code fand sich erstmals im NES-Port vom Arcade-Game Gradius und hat es einmal... Kennt ihr noch dieses Problem, als das Internet, geht jetzt eher an die vielleicht schon ein bisschen Älteren, als das Internet noch keine so große Rolle gespielt hat, man hatte vielleicht noch gar nicht zu Hause die Möglichkeit ins Internet zu gehen, ist in Internetcafés unterwegs gewesen, wenn man mal im Internet was brauchte, irgendwie für die Hausaufgaben oder was weiß ich. Da gab es immer das Problem, es gab so eine Cheat-Seiten, da konnte jeder User die angeblichen Cheats mitteilen. Und dann gab es für ganz viele Spiele gab es keine Cheats.
Aber die wurden dann da trollmäßig einfach reingeschrieben. Und wie oft saß ich dann da als kleines Kind so, hab irgendwie mein Taschengeld ausgegeben, um im Internetcafé mir für irgendein Spiel so Cheats rauszusuchen und hab dann so eine riesen Liste gehabt für alle meine Spiele mit krassen Cheats und davon haben einfach 90% nicht funktioniert. Und manchmal saß ich 2 Stunden da, weil dann teilweise irgendwelche komischen Abfolgen gemacht werden mussten. Zum Beispiel springe erst da rauf, dann Ding, dann musst du runter drücken, dann bibla. Ich weiß noch, es gab so ein Bugs Bunny Spiel für PlayStation 1, glaube ich. Da gab es aber, soweit ich weiß, keine Cheats für. Und die Cheats, die da drin standen, haben alle nicht funktioniert. Genauso wie für Digimon World, Alter, für PlayStation 1. Das waren die ersten Trolle. Die ersten Trolle, die mich hops genommen haben, waren die Cheat-Spammer-Trolle, Alter. Da haben die Vertrauensprobleme angefangen. Ist so. Immer noch nicht verarbeitet. Ich sag dir, wie es ist. Derjenige, der das war, du kleiner Bastard, damals für Bugs Bunny, du hast mein Kinderherz gebrokt, Alter. Ermöglicht, alle Power-Ups in dem Spiel auf einmal zu bekommen. Kazuhisa Hashimoto, der Mann hinter dem Konami-Code, hat das damit begründet, dass ihm das Spiel zu schwer war und er es nicht geschafft hat, es ohne Hilfe durchzuspielen. Da das Entfernen dieses Cheat-Codes eventuell zu neuen Bugs und Glitches geführt hätte, hat man sich dazu entschieden, ihn einfach drin zu lassen und der berühmteste Cheat-Code aller Zeiten war geboren. So wirklich Welle gemacht hat er allerdings erst Jahre später am Spiel Contra, wo eben dieser... Kenn ich? Hatte ich, glaube ich, nicht. War das auch für Super Nintendo? Konami-Code aus den eigentlichen 3 Leben, die man in dem Spiel hat, 30 Leben gemacht hat. Das war ziemlich praktisch, weil Contra nicht unbedingt das leichteste Spiel war. Welche Spiele waren damals leicht? No joke. Die Nintendo Power hat den Code in ihrer Zeitschrift vorgestellt, alle Kinder auf dem Pausenhof haben ihn weiterverbreitet und der Konami-Code wurde Kult. Dadurch, dass man ihn vor allem durch Contra kannte, wurde er auch oft Contra-Code oder 30 Lives Code genannt. Es ist schon krass, was Mundpropaganda machen kann. Wenn ich überlege, als wir damals in der Grundschule waren, ja, so 1. bis 6. Klasse, weil das Internet hat da kaum eine Rolle gespielt. Ja, also wir hatten alle da noch keinen Zugang zum Internet in unserer Grundschulzeit. Und trotzdem wussten alle in unserer Schule, alle, wie man Missing No bekommt in Pokémon. Und das ist ja gar nicht mal so unkompliziert. Das ist ja jetzt nicht so, als gibst du irgendwie hoch, runter ein und dann ist die Sache geritzt. Los geht's. Vor allem durch Contra-Kante wurde er auch oft Contra-Code oder 30 Lives Code genannt. In zahlreichen Konami-Spielen, aber auch Nicht-Konami-Spielen, wurde dieser Code integriert und hat allerlei an Dinge bewirkt. Wenn man in Crash Bandicoot 3 den Konami-Code im Titlescreen... Ey, Crash Bandicoot war aber auch unglaublich schwer. Die Steuerung war halt auch so ein bisschen clunky, ne? Wenn man eingibt, schaltet man aus dem Nix eine Demo zum ersten Spyro-Spiel frei. Aber sowas finde ich immer geil. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich finde das mega, wenn Spieleentwickler irgendwie so Twists einbauen. Sei es nur eine Demo über irgendeinen Code. Feier ich, Digga. Diese konnte man wirklich komplett spielen. Lustigerweise wurde als Hommage bei den Crash-Remakes eingefügt, dass der Konami-Code hier ebenfalls was für den Spyro-Remakes freischaltet, hier allerdings nur ein Trailer statt wirklich eine Demo, die man spielen konnte. Wack, Bruder, wack! Ja, okay, ist ganz nett so als Anekdote oder als so Hommage. Aber mach doch eine Demo rein, Bruder, das wäre doch noch geiler gewesen. Wenn man in Dead by Daylight das Silent Hill DLC gekauft hat und den Konami-Code im Menü eingibt, bekommt man einen Charme einfach so geschenkt, was ein cooles Easter Egg ist. Das ist krass, vor allem, das ist ja jetzt eher eines der neueren Spiele, oder? Also jetzt, wenn wir da wirklich von den Oldschool-Zeiten reden, finde ich feierbar, Digga. Willst du von den Games auch die Remakes mal spielen? Boah, ich weiß, Crash Bandicoot, ich war jetzt nie so ein Crash Bandicoot-Fan. Spyro fand ich damals aber ganz cool. Silent Hill schließlich eine sehr bekannte Konami-IP ist. Wenn man im alten Spiel Kid Dracula den Konami-Code eingibt, kommt nur ein Screen mit Sorry, hier gibt es nichts. Cheat-Codes, ja, trotzdem auch geil. Codes wurden mit der Zeit zu etwas, das in vielen Games vorhanden ist. Um dem Spieler Vorteile zu verschaffen, oft aber auch einfach nur aus bloßem Troll. In GoldenEye für den Nintendo 64 kann man mit einer Tastenkombi den Big Head Mode aktivieren, wo auf einmal alle Köpfe groß sind. Es bringt absolut nichts, außer... Aber es ist funny, Mann. Man hat's gefeiert. Gab doch auch geisteskranke Cheats damals für GTA. Die jetzt auf einmal alle super goofy aussehen. Wobei, ich überlege gerade, gab's so Troll-Cheats in GTA? Ich glaube, das waren schon alles eher so ernsthaftere Cheats, ne? Also so unendlich Leben oder Full Life, 5 Sterne, Polizeiverfolgung, Waffen... bestimmte Fahrzeuge oder so, ne? Gab's da auch irgendwie sowas Trolliges? Weiß ich gar nicht mehr. Heimkonsolenversionen vom ersten Mortal Kombat wurden stark zensiert, da sie nicht zu brutal werden durften. Die Entwickler haben allerdings etwas reingesneakt, um diese Zensur zu umgehen, den Blood Code. Gibt man diese Folge an Knöpfen ein, schaltet ABAC, Digga.
Okay. Man das Blut in dem Spiel frei und alles ist wieder beim Alten. Es fühlt sich einfach falsch an ohne. Tony Hawk ist bekannt für seine große Anzahl an verschiedenen Cheatcodes. Von Sachen, die actually was bringen wie bessere Stats oder bessere Skateboards, war auch viel Quatsch dabei. Man konnte zum Beispiel als Spider-Man... Stimmt, Digga! Ja, Mann! Sehr wichtiger Cheatcode. Ey, das war wichtig. Für meine Kindheit war das... unglaublich wichtig. Tricky wird es, wenn man in Spielen cheaten will, die eigentlich gar keine Cheatcodes enthalten. Ah, diese... Warte mal, wie hießen die nochmal? Explorer-Codes? Oder nee, warte mal, Wie hießen die denn nochmal, Bruder? Ja, Schummelmodul ist so für die Lappen, aber es gab so einen Action-Replay-Codes, Digga. Ja, Mann, die meine ich. Safe, Digga, ja, Mann. Ja, Schummelmodul, Bruder, Alter. Das ist ja wirklich Allmann Level 10.000. Man muss in die Welt der Cheat-Karten eintauchen. Anbieter wie GameShark haben Karten angeboten, die eure Spiele so modifizieren, wie es eigentlich nie vom Entwickler vorhergesehen war. Ich hatte als Kind beispielsweise die M3-Karte, auf der ich jedes erdenkliche Nintendo DS-Spiel drauf hatte, mitsamt allen möglichen Cheats. Das ist aber illegal, oder? Hat er nicht gerade zugegeben, dass er eine Straftat begangen hat? Wie lange ist denn sowas strafbar? Mein Freund. Nintendo, bitte verklag mich nicht. Okay, scheiße, hat den Joke schon vorweggenommen. Mann! Dort hatte ich die Möglichkeit, in New Super Mario Bros. Mit 999 Leben und Unsterblichkeit durch alle Level durchzulaufen. Hat absolut keinen Spaß gemacht, aber ich hatte die Möglichkeit. Nintendo hat 1992 sogar wirklich Levis Galoop Toys verklagt. Die haben nämlich das Cheat-Modul Game Genie rausgebracht, womit man eben auch in jeglichen Nintendo-Spielen cheaten konnte. Diese Module geben Käufern zwar die Möglichkeit, in Spielen von Nintendo zu cheaten, haben vom Produkt an sich her jedoch gar nichts mit Nintendo zu tun, weshalb das Gericht... Ich hatte damals für meine PlayStation 2, war es glaube ich, oder war das für 3? Swap Magic. Sagt euch das was? Swap Magic, damit konntest du quasi kopiergeschützte Games auf der Konsole spielen, ohne einen Chip oder sowas einzubauen. Ich denke mal, mittlerweile gibt es wahrscheinlich sowieso Möglichkeiten, das auf andere Art und Weise zu jailbreaken oder so. Aber es gab so Swap Magic, da musstest du dann mit so einem komischen Tool, ganz weird, weil damals bei der PlayStation 2 kam doch noch so ein Fach raus. Und da musstest du dann die CD reinmachen und dann wurde das... ist es so wieder zurückgefahren. Und dann musstest du mit so einem komischen Tool unter diesem Fach dich so reinhaken. Das musstest du wirklich üben. Und dann konntest du ab so einer musstest du die CD reinmachen und bist bei Swap Magic in so einen Ladebildschirm gekommen. Und dann musstest du mit diesem Tool physisch dieses Laufwerk wieder rausziehen, was wahrscheinlich auch nicht so gesund war für die PlayStation. Und konntest dann eine kopierte Version, also ein gebranntes Spiel reinballern und dann hat er das gebootet. Tatsächlich zugunsten des Game Genie entschied. Doof gelaufen, würde ich sagen. Während es in den 90ern für Videospiele fast schon selbstverständlich war, irgendwelche Cheats zu enthalten, gibt es heutzutage eigentlich fast gar keine Spiele mehr, die welche enthalten. Ja. Außer einer ganz bestimmten Spielereihe. Man kann kein Video über Cheats machen, ohne über GTA zu reden. Safe. Gehört quasi zum Spiel dazu, alle möglichen Cheatcodes aktivieren zu können. Es war als Kind auch der einzige Weg, wie ich dieses Spiel gespielt habe. Jeder hatte diese Notiz. Ja, voll, Digga. Genau so, 1:1. Damals immer mit Mirko, Digga, aus meiner Oberschulzeit. Mirko, Kuss geht raus, Digga, wie wir immer GTA gesuchtet haben. Das war eine geile Zeit, Alter. Blöcke, wo einfach nur irgendwelche Tastenkombis raufgekritzelt waren. GTA hat eine große offene Welt und solche Cheatcodes ermöglichen es einem wirklich, alles in dieser Welt machen zu können. GTA 5 hat auch Cheats, ne? Da geht es immer noch, ne? GTA 6, boah, das wäre schon schade, wenn sie damit brechen würden. Ich denke schon. Für den Singleplayer, warum nicht? Können, was man will. Oder sie verkaufen es dir, kann natürlich auch sein. Ich kann mich noch in GTA San Andreas erinnern, mir einen Dildo gecheatet zu haben, damit ich auf random Polizisten losgehen kann. Man konnte super hoch jumpen, ja. Autos unsichtbar machen, Autos fliegen lassen. Das war der wichtigste Cheat, Alter. Autos fliegen lassen und natürlich auch Polizeisterne, ne, wenn du Bock hattest auf Randale. Sich selbst fliegen lassen. Und natürlich alle Waffen freischalten, die es gibt, was eh jeder gemacht hat. Niemand von euch hat die Waffen legal gefunden. Lügt mich nicht an. Heutzutage... Ich muss aber sagen, ich habe natürlich viel gecheatet und wir haben auch viel Spaß damit gehabt. Aber ich hab GTA San Andreas wirklich auch ohne Cheats gespielt. Also ich habe die Story auch ohne durchgespielt. Aber ich hatte dann immer wieder meine Phase, in denen ich halt trollmäßig irgendwie Action gemacht habe. Ne? Tage gibt es abgesehen von GTA nicht mehr wirklich irgendwelche Videospiele, die Cheatcodes beinhalten. Es ist ein Relikt seiner Zeit geworden. Eine Sache, die heutzutage nicht mehr üblich ist. Warum?
Eine Sache, die heutzutage sehr anders ist als vor ein paar Jahren noch, ist das Achievement-System. So ziemlich jedes Spiel hat eine Liste an Achievements, die mit seinem Account verknüpft ist. Aber ist das wirklich ein Grund? Ich meine, guck mal, zum Beispiel, boah, was fällt mir ein, Digga? Divinity Original Sin 2 zum Beispiel. Da ist es so, sobald du Mods aktivierst, also irgendeine Mod aktivierst, schaltet sich automatisch das Achievement-System ab. Also du bist dann nicht mehr in der Lage dazu, diese Achievements zu erreichen, weil du mit Mods spielst. Und ich wette, sowas wäre bestimmt auch mit Cheats möglich, oder nicht? Sobald du einen Cheat benutzt, wird es quasi geblockt, dass du mit diesem Speicherstand oder mit diesem aktivierten Code noch den Archiv mit erreichen kannst, so, denke ich mal. Also möglich wäre es schon. Es gibt Ranglisten zu diesen und die Platin-Trophäe, die als heiliger Schatz gilt. Mit Cheats wären diese Achievements absolut useless. Es gibt manche Spiele, die die Achievements sofort sperren, wenn man anfängt zu cheaten, aber dadurch, dass sie mittlerweile ein so großer Bestandteil von Konsolenspielen geworden sind, hat man sich dazu entschieden, die Cheats einfach komplett sein zu lassen. Ja, es ist halt alles zusätzliche Arbeit, ne? Die Frage ist halt, ist das am Ende... Weil das ist ja am Ende das Relevante. Spielt das mehr Geld ein? Und ich denke nicht. Also wenn jetzt irgendein Spieleentwickler kommt und sagt, ey, guckt euch diese Grafik an. Woo! Guckt euch diese Story an. Woo! Guckt euch das Kampfsystem an. Woo! Wird gekauft und dann sagt er, und jetzt kommt's, wir haben keine Cheats. Wird nicht gekauft, am Müll. Oder andersrum, ne? Alles geil. Aber, und es gibt Cheats, also wegen den Cheats kauft keiner das Spiel so. Es ist halt kein Verkaufsargument. Aber es ist halt ein nicer Twist, ne? So ein Fanservice so. Außerdem hat sich Spieleentwicklung als solches komplett gewandelt. Damals brauchte man solche Cheatcodes, um das Testen von Videospielen angenehmer zu machen. Es war nicht mal zwingend vom Spiel vorhergesehen, sie drin zu haben. Mittlerweile gibt es für Playtesting komplett andere Methoden, was Cheatcodes in dem Sinne komplett überflüssig macht. Ja, wie heißt die nochmal? Es gibt doch diese Trainer, heißen die, glaube ich, ne? Habe ich nie sonderlich viel benutzt. Es gab mal so ein, zwei Spiele, aber so eine Trainer kannst du dir ja wirklich für fast jedes PC-Spiel runterladen, ne? Mit noch viel angenehmer als Cheats, so im Grunde. Du klickst halt an, was willst du haben und dann wird das instant irgendwie im Spiel aktiviert. Oder Cheat Engine und solche Geschichten, ja. Ne? Also am PC brauchst du es wirklich nicht, wenn du es drauf anlegen möchtest. Aber ich finde, so Cheatcodes haben halt irgendwie noch so einen eigenen Vibe, so einen eigenen Flair, so einen eigenen Charme irgendwie, ne? Für mich größte Punkt ist aber das Internet. Cheatcodes hatten immer diese Magie, wenn man von ihnen erfahren hat. Mhm. Entweder hat man sie in Videospielzeitschriften gefunden oder hat die Cheatcode-Notizen von seinen Freunden bekommen. Diese selbst auszuprobieren und merken, dass es wirklich klappt, hat viel zum Ganzen beigetragen. Ja, jetzt stimmt. Einfach googeln zu können und ein YouTube-Video zu sehen mit allen Cheatcodes, die existieren, ja, Macht es irgendwie langweilig. Ja, wahrscheinlich hätte es heute auch nicht mehr die gleiche Faszination wie früher. Das stimmt schon, ja. Cheatcodes sind mittlerweile ein Relikt ihrer Zeit und werden für immer dieses Nostalgische an sich haben. Und wisst ihr was? Ich denke, das ist auch echt okay so. Ja, aber nices Video, Digga. Nie drüber nachgedacht, ich sag dir ehrlich. War schon voll so aus meinem Gedächtnis gestrichen, dass es Cheatcodes gibt. Ich baller euch das Video mal rein, Leute. Vom Ultim. Müssen wir vielleicht auch mal öfter vorbeischauen. Macht ihr immer Gaming-Content oder was läuft so bei dem? Gebt mal einen Daumen hoch. Lasst auch gerne ein Däumchen da. Lass mich mal ganz gucken, was macht denn der so? Das schlimmste Spiel des Jahres, wie Speedrunner Tears of the Kingdom geknackt haben. Warte mal, kann ich ja sehen. Vielleicht habe ich doch schon mal ein Video von ihm gesehen. Mal gucken. Der gemeisterte, guck mal, hier habe ich mal reingeguckt anscheinend. Der gemeisterte Mario 64 Speedrun. Nintendo DS-Spiele, die scheinbar ab 18 sind. Wie Speedrunner Mario, guck mal, anscheinend habe ich manchmal, ey, guck mal hier, die Skandale der Smash Brothers Szene habe ich zum Beispiel gesehen. Mein Problem, also anscheinend habe ich doch schon einige Videos von ihm gesehen. Ja, die schreckliche Release der PlayStation 3, so ab und zu mal, ne? Nicht viel, aber es kam mal vor. Ja, dann müssen wir öfter mal vorbeischauen, ne? Also immer gerne mal in den Discord ballern, bevor ich es wieder vergesse.